Eine Erziehung, die darauf abzielt, das Kind glücklich zu machen, stürzt das Kind ins Unglück. Wir lieben es, unsere Kinder glücklich zu sehen. Glück ist das wunderbare emotionale Hoch, das auf ein besonderes Ereignis folgt. Islamische Erziehung zielt nicht darauf ab, Kinder immer glücklich zu machen und ihnen jeden Wunsch zu erfüllen. Vielmehr werden ausgewogene Persönlichkeiten geformt, die das Wohlgefallen Allahs anstreben und auf das Paradies hinarbeiten. Wer sein Kind immer glücklich machen will und ihm jeden Wunsch erfüllt, tut ihm Unrecht. In der Kindheit üben sich wichtige Eigenschaften wie Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, und Frustrationstoleranz, also die Fähigkeit, Misserfolge zu verkraften. Wer Genügsamkeit, Bescheidenheit und den Umgang mit negativen Gefühlen nicht in der Kindheit erlernt, hat es später schwer. Dieses Spielzeug ist sehr teuer. Das können wir uns im Moment nicht leisten. Ab einem entsprechenden Alter können Kinder verstehen, dass Geld eine endliche Ressource ist. Überlegt gemeinsam, welche Anschaffung sinnvoll ist und wie man auf sie hinsparen kann. Bietet alternativ eine neue Spielart mit bereits vorhandenem Spielzeug an oder das teure Spielzeug nachzubauen. Eltern sind keine Automaten der kindlichen Wunscherfüllung. Eltern sind Menschen mit eigenen Bedürfnissen und Grenzen. Äußert dies gegenüber euren Kindern und bittet um Verständnis für euch. Eure gute Behandlung folgt im Koran dem Glauben an Allah. Lebt sie vor und fordert sie ein. Schirmt eure Kinder nicht vor Wut, Trauer, Frustration, Misserfolg oder Enttäuschung ab. Erlaubt ihnen, diese wichtigen Erfahrungen zu machen und steht ihnen bei ihrer Bewältigung bei. Seid ihnen ein Vorbild an Geduld und Standfestigkeit in Zeiten der Prüfung und Erschwernis. Lehrt sie, ihre Sorgen mit Allah subhanahu wa ta'ala zu teilen und Erleichterung in Dua, Gebet und Koran zu finden. Die Dunya ist ein Ort der Prüfung. Im Islam werden Bedürfnisse kanalisiert, damit sie auf gottgefällige Art und Weise befriedigt werden und weder uns selbst noch anderen schaden. Das beginnt in der Kindheit.